Wir befinden uns hier auf der Hannover Messe 2013 am Stand des Konradin Verlags. Bei mir zu Gast ist jetzt Andreas Stürze. Er ist Leiter für die Vertriebsregion Nord- und Ostdeutschland bei der Festo AG. Schönen guten Tag, Herr Stürze. Schönen guten Tag. Herr Stürze, Ihr Unternehmen gilt als ausgemachter Spezialist für das Thema Automatisierung. Mit welchen Neuheiten gehen Sie denn in diesem Jahr in den Markt? Wir haben in diesem Jahr etwas ganz Neues mitgebracht, nämlich ein Leistungsversprechen. We are the engineers of productivity. Das meint, wir lösen die Aufgaben unserer Kunden, die sie uns stellen, einfach, kompetent, sicher und effizient. Versprechen ist das eine, die Umsetzung das andere. Wie spiegelt sich dieses Versprechen in Ihrer Unternehmensstruktur wider? Wir haben die Kompetenz. Wir möchten diese Kompetenz unter dieses Oberbegriff stellen und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und das heißt schon, man muss kompetent sein, um auch schwierige Aufgabenstellungen einfach zu lösen. Gerade das ist ja die Schwierigkeit. Und dabei alle gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Sicherheit zu berücksichtigen und natürlich die Megatrends der Energieeffizienz auch zu berücksichtigen und umzusetzen. Das sind jetzt sehr viele Schlagworte. Spiegelt sich das denn auch schon in Ihrem Produktportfolio wieder, dieses neue Konzept? Ganz bestimmt. Und zwar in einem Produkt, nehme ich nur mal beispielsweise, das ist derzeit gerade mein Lieblingsprodukt, weil es einfach ist, aber einen unheimlich hohen Nutzen auch für unsere Kunden bringt. Jeder Maschinenbauer, jeder Anlagenbauer hat schon mal die Situation gehabt, dass er eine Maschine abgeliefert hat, sie sauber eingestellt hat, es hat alles funktioniert, da kommt ein Anruf, irgendjemand hat an den Dämpfungen der Pneumatikzylinder rumgeschraubt. Er muss einen Monteur losschicken, ist wahnsinnig viel Kosten damit verbunden. Dafür haben wir eine neue Dämpfung entwickelt, PPS. Die ist manipulationssicher, selbsteinstellend, einfach, aber hocheffizient für unsere Kunden. Ein interessantes Konzept, sicherlich auch für andere Anwendungen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg hier auf der Hannover Messe. Gerne schön. Ja.